Herzlich willkommen in Detroit und hier ist was los am Audi-Stand, denn hier wird das Q8-Konzept vorgestellt und das ist sicherlich das größte Highlight und groß in diesem Fall ist natürlich wörtlich zu nehmen, denn das ist mit Sicherheit das größte Auto, was hier als Konzept vorgestellt wird. Der Q8 ist noch nicht in der Serienversion zu sehen, aber er wird ziemlich sicher kommen und im Grunde genommen ist das eine Art Q7, nur mit, wie heißt es im Marketingdeutsch so schön, emotional aufgeladener Karosserie. Ich würde einfach sagen, heißer. Das Highlight an dieser Studie ist folgendes, es weckt mich das Spielkind in mir. Achtung, ich drücke hier auf das Audi-Zeichen, zack, geht die Tür auf. Ich weiß nicht, ob wir das in Serie sehen werden, aber ich würde es mir wünschen. Wenn man hier in diesem Q8-Konzept Platz nimmt, dann kann man einfach nur sagen, willkommen in der Zukunft. Denn tatsächlich hat mir gerade ein Designer verraten, das ist alles schon sehr, sehr seriennah. Also er meint, das ist fast alles Realität im nächsten Jahr. Sie hätten fast sogar noch ein bisschen mehr einbauen können, wenn sie gedurft hätten. Also grundsätzlich kann man sich freuen auf ganz viel Touch-Oberflächen. Das heißt, man hat hier im Lenkrad Touch-Bedienung, man hat ein neues Virtual Cockpit mit so einer dreidimensionalen Ansicht. Es gibt überhaupt gar keine Knöpfe mehr, bis auf hier zwei in der Mitte und den Warnblinker, sowie, naja, wenn man das als Knopf bezeichnen will, noch die elektrische Handbremse. Ansonsten alles Touch-Oberflächen und es gibt ein drittes Display. Also das heißt, wir haben nicht nur das Virtual Cockpit, das Entertainment-Display, also das MMI, so wie man es von Audi kennt, sondern ein neues drittes Display hier unten. Und darüber soll man grundsätzlich alle Fahrzeugfunktionen steuern können. Das heißt Klimaanlage, sowas wie Drive Select, all das, was man eben tatsächlich dann für den Fahrmodus sofort braucht. Das kann man dann hier bedienen. Ist insofern ganz nett gemacht, weil man hier seinen Arm auf den Automatikwählhebel rauflegen kann und dann ganz bequem hier diese wundervolle Touch-Bedienung dann eben auch mit den Fingern bedienen kann. Also finde ich schon richtig nett und wenn ich mir dann vorstelle, in einem Jahr gibt es das alles serienmäßig, Respekt. Was bleibt uns zu diesem Auto am Ende noch zu sagen? Naja, vielleicht sollten wir mal kurz über die Größe reden. Er ist über 5 Meter lang, aber er wirkt nicht so. Also die Proportionen sind sehr, sehr kompakt. Man hat nicht das Gefühl, vor diesem riesen Trumm zu stehen, sondern eigentlich wirkt er so ein bisschen, als wäre er eine Nummer kleiner. Und wir müssen nochmal über den Motor reden, denn natürlich, was ist drunter? Ein Hybrid. Das heißt, ein 3 Liter Benziner, dazu noch ein Elektromotor, insgesamt 450 PS Systemleistung. Also auch da merkt man, Diesel ist out, Hybrid ist in. Werfen wir zum Abschluss nochmal einen Blick auf das eigentlich Wichtige an diesem Auto, nämlich auf dieses wunderschöne Heck. SUV werden jetzt ja immer häufiger auch als Coupé-Version gebaut und da macht dieser Q8 eben auch keine Ausnahme. Also ein riesiges SUV, aber mit einem sexy Abschluss. Dazu kommt noch dieses wundervolle durchgehende Leuchtenband, von dem ich mir wünsche, dass das auch in Serie kommt und ich könnte mir auch vorstellen, dass das dann passt. Was ich sonst noch ganz interessant finde ist, wann kommt der denn eigentlich auf den Markt, der Wagen? Na, ist Spekulation, aber ich rechne mal damit, dass der schon nächstes Jahr durchaus als Serienversion irgendwo gezeigt werden könnte. Und dann kommen wir zum Thema Einstiegspreis. Ja, weiß natürlich keiner, aber so richtig günstig wird es natürlich nicht. Vielleicht mit einer 7 vorne, mal gucken. So um die 70.000 Euro. Für mich fällt der Wagen unter die Kategorie leider geil.